Der Gamechanger des heutigen Tages ist, dass die Bankenkrise jetzt auch Europa erfasst hat. Nicht, dass die Credit Suisse nicht schon vorher in Turbulenzen gewesen wäre. Aber das, was da heute passiert ist, das ist doch jetzt eine neue Eskalationsstufe, eine neue Dimension. Und jetzt erwischt es auch die viel besungene Stärke der europäischen Aktienindizes wie den DAX. Ich kann mich erinnern an Kommentare, dieser DAX ist unverwundbar. Solche Stärke habe ich ja noch nie gesehen, bla und blub. Und wir haben eine Top-Formation beim Deutschen Leitindex ausgebildet, die sich jetzt nach unten auflöst, weil eben jetzt vor allem auch ausländische Investoren ihre Gelder abziehen. Sie müssen Margin Calls decken, da sind Lücken entstanden, denn derzeit verlieren sehr, sehr viele Menschen und Institutionen Geld am Markt. Dadurch entsteht Liquiditätsbedarf und viel Geld ist ja in die europäischen Aktienmärkte respektive den DAX geflossen und das wird jetzt ein bisschen zurückgeholt. Und dann haben wir natürlich noch die amerikanische Bankenkrise und hier ist es geradezu eine typische Absurdität, könnte man sagen, unseres Finanzsystems, dass eine Bank, die seit letzten Freitag faktisch pleite ist, jetzt damit wirbt, dass sie die sicherste Bank der Welt sei, denn ihre Einlagen, die Kundeneinlagen, seien doch hier garantiert. Wir sehen hier das Logo sowohl der Silicon Valley Bank als auch des Einlagenfonds FDIC und hiermit versucht man also mit diesem Marketing-Tool, versucht man also die Leute dazu zu bewegen, die Firmen dazu zu bewegen, hier Konten zu eröffnen, respektive die Gelder nicht abzuziehen von der Silicon Valley Bank, weil ja angeblich eben jetzt alles garantiert ist. Aber meines Wissens muss das erst noch vom Kongress bestätigt werden. Und wer weiß, ob die Republikaner zum Beispiel das auch so sehen. Da könnte dann jenseits dieser ganzen Diskussion um die Schuldenobergrenze auch noch einiges auf uns zukommen. Aber sei es drum, das wird jetzt erstmal angenommen. Und wir haben dann heute eine weitere Eskalation auch in Sachen Ratingagenturen. Das alles erinnert so ein bisschen wirklich an die Finanzkrise mit den Abstufungen von Banken. Und da haben die Ratingagenturen ja auch sehr, sehr spät reagiert und haben dann sozusagen das ganze Schlamassel noch verstärkt. Heute die First Republic Bank auf Junk abgestuft, also auf BB-27 ungefähr, S&P Global hat heute sozusagen da die Konsequenzen gezogen und damit eben diesen Trend bestätigt in der Begründung, dass sie sagt, ja, man geht davon aus oder man muss davon ausgehen, dass jetzt eben sehr viele Gelder abgezogen werden von den kleineren Banken hin zu den Großbanken. Sparer fliehen zu den großen Bankhäusern, hatten wir heute getitelt bei Finanzmarktwelt, alleine Bank of America 15 Milliarden Dollar hinzugekommen, bei JP Morgan dürfte es deutlich mehr sein und wir erinnern uns, die Bank of America ist diejenige Bank, die die größten unrealisierten Verluste in ihren Anleiheportfolios hält, die aber jetzt praktisch nicht mehr zählen, weil die Fed ja gesagt hat, ihr könnt eure Anleihen bei uns als Sicherheit hinterlegen und sie werden zu 100% Nennwert anerkannt, also auch das schon eine Sondermaßnahme, die wirklich aufhorchen lässt, aber unser Bankensystem ist stabil, hat Biden und sagen alle anderen amerikanischen Politiker und Notenbanker und wenn wir uns dieses Bankensystem mal anschauen genauer, dann sehen wir eine Auffälligkeit, nämlich dass bei den Banken, die jetzt in richtigen Trouble sind, die sogenannten unversicherten Konten, einen überragenden Anteil hatten. Silicon Valley Bank praktisch 94%, Signature Bank, die ja dann auch glorreich am Sonntag abgewickelt wurde, knapp 90%, dann kommt schon die Citibank und dann eben First Republic Bank und dann die JP Morgan Chase. Naja, die ist ein bisschen groß natürlich. Unversichert deswegen, weil da eben Konten sind, die über 250.000 Euro betragen. Das sind ja meistens oder oft Firmenkonten, aber eben nicht nur. Also es gibt da eine gewisse Parallele, gerade was jetzt die kleineren Banken betrifft, zwischen dem Stress, den sie jetzt haben und offenkundig den unversicherten Konten. Und ein Mythos war ja immer, ja, steigende Zinsen sind gut für Banken. Hier hat Charlie Pilello mal übereinander gelegt, eben den Anstieg der Fed Fund Rates, also der Leitzinsen in den USA und des KRE, des regionalen Bank-ETFs, das ist ein bisschen gegenläufig.
wie wir hier sehen, also die sind die Opfer dieser Zinspolitik. Warum? Weil sie eben nicht das haben, was als Sicherheit vor allem von der Fed anerkannt wird. Staatsanleihen und Mortgage-Backed Securities, die können sie nicht hinterlegen. Deswegen ändert eigentlich diese Situation für die entsprechenden Banken nichts. Selbst diese Einlagegarantie ändert nichts, weil eben sie an den Topf der Fed noch nicht kommen oder an den Topf der Behörden noch nicht kommen, den Liquiditätstopf. Und all das jetzt in einer Situation, wo natürlich die Kreditvolumina, die da draußen sind, eine nie gekannte Höhe erreicht haben. Wir sind jetzt, wenn ich das richtig sehe, schon bei 1 Billion ungefähr. Also alleine hier die Kreditkartenvergabe von Auto-Loans, Student-Loans, keine Ahnung, was geloant wird, ist da natürlich noch gar nicht die Rede in dieser Summe. Die Amerikaner haben 22 Billionen Dollar auf den Konten liegen, Firmen und private Kunden. Und jetzt in dieser Situation, also dieser Stress im Bankensystem. Und was bedeutet das? Thorsten Zwock, ehemaliger Deutschbanker, jetzt bei Apollo, hat gesagt, okay, wenn die Fakten sich ändern, dann ändere ich auch meine Sicht der Dinge. Ein Finanzunfall ist passiert und das bedeutet, dass jetzt die Kreditvergabestandards vor allem der kleineren regionalen Banken sich dramatisch verändern werden. Die stehen für 30% oder standen bisher für 30% aller Kredite, die in den USA vergeben wurden. Und was bedeutet das, wenn die Kredite dieser 30% nicht mehr so flutschen, nicht mehr so leicht vergeben werden, weil die eben jeden Cent zusammenhalten wollen? Das bedeutet, dass eben weniger Kredite vergeben werden, was wiederum die Finanzkonditionen straffen wird. Also das ist dann der Auftakt für das von Thorsten Zwock beschworene Hard Landing, was jetzt zu erwarten ist. Aber kommen wir zur glorreichen Credit Suisse. Allzeittief, nachdem die Saudi National Bank gesagt hat, naja, also wir werden auf keinen Fall da Liquidität nachschießen. Da hat man seitens des Präsidenten dieser Saudi National Bank, die etwa 10% an der Credit Suisse besitzt, der zweitgrößte Aktionär übrigens, der katarische Staatsfonds, also die Arabs, die sind da gut drin, kann man sagen. Und jetzt ist es eben so, dass da dieser Präsident der Saudi National Bank auch noch mehr gesagt hat, wir sind zufrieden mit der Umstrukturierungsmaßnahmen und so weiter, aber das wollte dann keiner mehr hören. Entscheidend ist ja immer, was die Leute tun und nicht das, was sie sagen. Und hier hat schon einer beschrieben, was er nicht tun wird, nämlich Liquidität nachschießen. Und das reißt dann den gesamten europäischen Bankensektor mit, in Deutschland Commerzbank, Deutsche Bank, in Frankreich BNP Paribas, alles im Grunde im Abverkauf. Hier unten sehen wir mal die Leidensgeschichte der Credit Suisse. Von Rücktritt des Chairmans, Greensill Insolvenz, Profit Warning und so weiter. Dann SVB Fallout, also praktisch diese ganze Geschichte mit der Silicon Valley Bank. Dann diese Zweifel an der Bilanzierung. Die Fed wollte die Bilanz nicht absegnen und. Da kannst du ja praktisch ein ganzes Buch drüber schreiben. Also sind die Kreditausfallversicherungen, die Credit Default Swaps, massiv in die Höhe geschossen, 18 mal teurer etwa als für die UBS, ist ja auch eine Schweizer Bank, oder? Und jetzt ist der Druck scheinbar auch wirklich auf die Regierung in der Schweiz. Da haben andere Regierungen, und da fällt mir schon eine ein, meine Damen und Herren, die ist jetzt jenseits des Atlantiks, die gesagt hat, passt mal auf, vielleicht müsst ihr da ein bisschen intervenieren, gemeinsam die Amerikaner, würde ich mal vermuten zumindest, dass die den Schweizern sagen, Leute, vielleicht solltet ihr was machen, denn die SNB, die Schweizer Nationalbank, die hat jeden Kommentar bisher verweigert. Das hat die Lage heute für die Credit Suisse dann noch verschärft. Und jetzt hat die Credit Suisse, wie die Financial Times berichtet, praktisch einen Hilferuf eben an die Schweizer Nationalbank ausgerichtet. Und hier sehen wir, dass jetzt die Märkte eine Pleitewahrscheinlichkeit für die Credit Suisse von immerhin 47% bepreisen, eben anhand dieser Credit Default Swap Preise. Und Jim Bianco fragt hier zu Recht, naja,
wenn die Credit Suisse wirklich zu groß ist, um zu scheitern, too big to fail, warum verhält sie sich so, als würde sie scheitern, als würde sie praktisch bald insolvent sein, pleite sein? Das ist schon ein bisschen auffallend, was hier alles schief läuft. Und schief läuft auch manches im Journalismus. Heute etwa das Handelsblatt getitelt, DAX lässt Bankenkrise hinter sich. Das ist genauso, was wir in letzter Zeit immer wieder gehört haben. Ach, die Inflation, die ist vorbei, das könnt ihr abhaken. Und dann ist sie dann doch irgendwie wieder da und jetzt hören wir, die Bankenkrise ist vorbei und jetzt ist sie dann doch plötzlich wieder da. Wer konnte das ahnen, meine Damen und Herren? Das konnte niemand ahnen. Hannes Zipfel hat gezeigt, dass unter demselben Link des Handelsblatts, unter dem dieser Titel Artikel DAX lässt US-Bankenkrise hinter sich, dann Ausverkauf am deutschen Aktienmarkt. DAX rutscht zwischenzeitlich über 500 Punkte ab. Also, na, du tauschst da mal dann die Headline aus, der Artikel bleibt der gleiche, könnte man fast formulieren. Und das hat auch alles wieder, nämlich diese Geschichte in die Europa mit der Credit Suisse, hat jetzt auch dazu geführt, dass auch eben größere Banken in den USA heute ihre Gewinne weitgehend wieder abgeben müssen, die sie gestern ja erzählt hatten, gestern ja diese Rallye, gerade auch der Bankenwerte, die ja natürlich ausgebombt waren, no question, aber hier sehen wir, da geht es auch wieder ein bisschen was nach unten. Und weil die Situation ist, wie sie ist mit dieser Bankenkrise, und morgen jetzt die EZB ja wieder Schlaues sagen wird. Ich freue mich schon geradezu auf die hochkompetente Pressekonferenz von Madame Lagarde. Und hier jetzt die Erwartung eben, dass die EZB nicht mehr einen halben Prozentpunkt die Zinsen anhebt. Da haben heute schon ehemalige Notenbanker wie Bini Smaghi, das ehemalige Direktoriumsmitglied aus Italien, hat schon gesagt, also macht doch mal eine Pause, dann können wir ja immer noch weiter gucken. Die Märkte preisen das jetzt ein, die Zinserwartungen fallen deutlich, also dass morgen 0,5 kommt, das wird eigentlich kaum erwartet. Auf der anderen Seite hat Lagarde immer wieder gesagt, nee, wir machen 0,5, komme was da wolle. Und das Gleiche in Sachen Zinserwartung, das gilt auch für die Fed. Jetzt sogar Erwartung, dass im Mai das Top erreicht wird und dann die Zinsen um 100 Basispunkte, also um 1% senken wird. Also der Fed-Pivot, der ist da. Du brauchtest dafür nur eine globale Bankenkrise, gell? Also, und schon, und eine dadurch wahrscheinlich bedingte weltweite Rezession, und schon haben die Anhänger des Fed-Pivots komplett recht. Ne? Also die haben es schon vorher gewusst. Wir sehen jetzt, dass praktisch die 10-jährige US-Staatsanleihe 30 Basispunkte gefallen ist. Booms! Wir sehen, dass die 10-jährige deutsche Bundesanleihe so stark, nämlich der Rendite, so stark gefallen ist wie seit 1990. Nehmen wir und die Zinskurve und vor allem natürlich auch die 2-jährige Anleiherendite in den USA. Ein zweitgrößter Sell-off seit dem Mega-Crash Oktober 1987. Und die Zinskurve, die sich jetzt massiv versteilt, vor 5 Tagen waren wir bei der Zinskurve 2 und 10-jährige US-Staatsanleihe noch bei 110 Basispunkten, jetzt mal eben 40. Das ging ziemlich zackig. Normalerweise, wenn diese invertierten Zinskurven dann invertieren, dann kommt Recession. Das ist immer die Logik. Hier sehen wir nochmal diesen beispiellosen Absturz der 2-jährigen Anleiherendite. Und da waren viele, viele Institutionelle, das konnte man an den Daten sehen, die hatten auf eine weitere Rallye hier der Rendite, also waren short positioniert eben in der 2-jährigen. Es verlieren derzeit, ich sagte es anfangs, sehr, sehr viele Leute Geld und niemand hat das ahnen können, schon angesichts des Moves, also der Volatilität am Anleihemarkt, am Anleihemarkt, die deutlich höher war als jetzt etwa im Corona-Crash. Und Sven Henrik sagt, das war's jetzt mit Zinsanhebungen, der Hiking-Cycle ist vorbei. Wir haben jetzt die Spitze der Renditen hinter uns gelassen. Ab jetzt kommen Zinssenkungen und das wird natürlich gefordert bereits. Hier sehen wir Larry Fink von BlackRock, der ja nicht gerade jetzt ohne Einfluss ist. Der sagt, ja, also ich erwarte, dass da noch mehrere Shutdowns kommen, also dass diese Bankenkrise sich verschlimmert. Subtext, Jungs, macht was dagegen, bitte senkt die Zinsen und macht wieder Quantitative Easing, damit wir uns die Taschen wieder so voll machen können wie früher auch. Gell, mei, war das schön damals gewesen, als uns die Notenbanken
reich gemacht haben. Und ja, es sind die Notenbanken, die das mit verursacht haben. Natürlich im Zusammenspiel mit der Politik, alles klar. Aber das sind die Herren des Geldes, wie ein großartiger Buchtitel auch lautet, über das, was damals in der Wirtschaftskrise passiert ist, sehr empfehlenswertes Buch. Also, das ist praktisch der institutionelle Code für, wir wollen Zinssenkungen sehen und neues QI. Aber kann die Fed das so machen? Hier sehen wir mal, dass die Finanzkonditionen immer noch sehr, sehr lax sind. Normalerweise senkt die Fed die Zinsen dann, wenn die Arbeitslosenquote über die Inflationsquote steigt. Derzeit Arbeitslosenquote 3,6, Inflation 6,0. Das macht die ganze Geschichte ein bisschen schwierig. Hier sehen wir mal, dass Liquidität rauskommt. Wir haben große Umsätze, aber wir haben dennoch Liquiditätsprobleme. Gestern schon gesehen im S&P Future. Heute sehen wir die Fed Fund Futures teilweise vom Handel ausgesetzt, SOFR Futures vom Handel ausgesetzt, Secured Overnight Financing Rate, ein von der Fed veröffentlichter Zinssatz, der auch als Future eben gehandelt wird, für besicherte Kredite mit Laufzeit von einem Tag. Also es tut sich was. Wenn wir auf die Aktienmärkte gucken, dann sehen wir, Tech steht eigentlich gut da, Nasdaq auffallend besser als andere US-Indizes, eben weil die Renditen so stark fallen und man hofft, dass die Zinsen bald runterkommen. Der Finanzsektor links ganz übel getroffen und rechts sehen wir der Energiesektor heftig getroffen. Das wird nochmal klar. Energie heute, der Sektor minus 6%, Financials knappe 4%, auch unter Druck, dann Materials, also praktisch jene Produkte oder jene Kategorie, jener Sektor, der eben sehr rezessionssensitiv ist. Wir hatten heute die Erzeugerpreise, die waren niedriger, da zunächst mal so ein Aufatmen. Einzelhandelsumsätze etwa so mau wie erwartet, aber ziemlich heftiger Absturz des New York Empire State, vor allem New Orders geradezu kollabiert, also neue Aufträge, das alles zeigt, Rezession kommt. Und abschließend, meine Damen und Herren, noch zwei Empfehlungen, sichere Geldanlage gesucht, gehen Sie doch zur Silicon Valley Bank, die sicherste Bank der Welt, die seit einigen Tagen pleite ist, das ist ein wirklicher Treppenwitz der Finanzgeschichte, erste Empfehlung. Zweite Empfehlung, Bankenbeben, die Feuerwehr löscht ihren eigenen Brand von Mark Friedrich. Ich weiß, viele, oder der gute Mark ist nicht ganz unumstritten, aber ich kann ihm versichern, im persönlichen Umgang ein sehr, sehr netter Mensch. However, zweite Empfehlung, die ich Ihnen ans Herz legen möchte, morgen nochmal ein Videoausblick und dann, ja, kein Markenfest am Donnerstag und keine Videos am Freitag, es sei denn, ich werde in meiner Auszeit kurz mal zum Handy greifen, falls uns der Himmel auf den Kopf fallen sollte, aber nur dann, ich freue mich, wenn Sie morgen nochmal dabei sind und empfehle nochmal die beiden Artikel, jetzt sage ich Servus und Ciao.